Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Ich wollte noch mal eben kurz die Treppe runter. Nein, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es da hinten weitergeht. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie runterspringen kann, ne? Ne? Nein. Gut. Kommen wir da irgendwie hoch noch? Das wäre ja nochmal interessant, aber ich glaube nicht. Gut, der Armbrustbolzen ist zerbrochen. Hat man gesehen. Bei meinem Glück muss ich den jetzt eh noch bekämpfen, weil die Tür irgendwie, ja. Ich würde sagen, spätestens jetzt ist er wach. Aber das interessiert uns nicht mehr. Guck, da ist er. Okay, hier ist nichts zu holen, doch Heilung habe ich genug. Ja, na los. Na, hast du Bock auf uns? Oh. Das habe ich so ja, gefeiert. Dass er mich nicht kriegt. Dass ich doch glatt mal ins Loch gefallen bin. Auf ein neues. Ja. Gucken, was wir hier so für Überraschungen erleben. Zack, Stiefel in die Fresse. Nicht? Gucken wir hier nochmal hier hinten zwischen den Autos. Vielleicht noch was Kleines da liegt. Pillen. So, schnellere Fertigung. Wir wollen dahin und dahin. Er sagt, hier ist noch was Neues. Ach so, nee. West Virginia. Haben wir uns die vorhin gar nicht angeguckt? Man weiß es nicht. Oder ihr wisst es wahrscheinlich, ich nicht mehr. Die Jungs liegen hier schon ein bisschen länger. Sagen, wo ist eigentlich das Riesenrad?
Da. Hier ist irgendwie nichts los, das kann ich nicht glauben. Na, sollte ich hier wirklich runter? Immer noch nichts. So Verarschung gerade. Ne, irgendwie ist hier nichts. Okay. Da ist das Aquarium. Dann schauen wir uns noch mal eben hier um. Hier müssen wir doch eine Münze drin finden. Mississippi. Eigentlich noch viel mehr, aber hier hat wohl lange keiner mehr was reingeworfen. Verstehe gar nicht warum. Ein großes Gebiet. Ah, ich tippe mal, hier muss ich gleich durch. Haupteingang wird dicht sein. Guck mal hier. Antje. So hieß doch das Walross früher, oder? Im ARD oder ZDF oder wo das war. Wer es weiß, einmal in die Kommentare. Das Wetter ist auch ätzend heute. So. Ich denke mal, dann gehen wir jetzt hier rein. Ich würde jetzt mal behaupten, auf Infizierte dürften wir hier eigentlich nicht mehr treffen. Okay, ich habe da schon das Seil/Kabel gesehen.
Nein? Ich hätte gedacht, dass wir da an der Wand hochklettern können. Irgendwie schnalle ich das gerade noch nicht. Ah, okay. Ungefähr so. War das schon fast richtig? Was jetzt in die Richtung nicht geklappt hat, ne? Das tut man nicht alles. Okay, dachte ich hätte jetzt aufmachen können. Guck mal an. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Im Raum waren wir mit Ellie auch, ne? Okay, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich, wenn sie tot sind. Hey, Owen? Auch noch nicht. Aber oh, das sah auch schon mal besser aus, ne? War ganz schön feucht geworden hier alles. Das Dach im Arsch. Wo sind denn alle? Ein schönes Versteckspiel hier. Nichts zu holen sonst. Ich gehe nochmal da hoch, aber ich wette, ich soll den Kabeln folgen. Ich sehe auch noch kein Blut und so. Also kann Ellie doch noch nicht da gewesen sein. Weil wir sind ja mit Ellie, glaube ich. Boah, ich weiß gar nicht von wo gekommen, aber. Ja, auch selbe Tür hier, ne? Glaube ich. Okay, da kommen wir nicht rein.
Ja, sein können. Oh, das Kabel darf jetzt aber auch hier kein... Na, wie heißt es? Dings kriegen. Ein Kabelbruch. Na klar. Oh. Ein Schäferstündchen. Mit Mel im Boot. Owen? Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um den Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war... bereit. Hab eine Menge Scars getötet. Und, dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und... erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig.
Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Wir das nicht schon? Oder ist es ein Albtraum? Thank you.